Boah, Junge! Junge! It's Dame Time! It's Dame Time! Ist egal, dass die Zeit bald umgestellt wird, es bleibt Dame Time. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu unserer kleinen NBA-Show. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben natürlich eine Menge NBA-Highlights heute am Start. Wir sprechen über einige Games, einige individuelle Performances. Wir sprechen über einen sehr scary Sturz von Zion Williamson. Müssen wir uns mal genauer anschauen, was da passiert ist. Ich habe natürlich wieder Zeitstempel unten eingefügt, damit ihr einfach zu den Themen skippen könnt, die euch gefallen. Oder ihr guckt die ganze Show einfach von Anfang bis Ende. Würde mich natürlich auch freuen. Wir fangen heute an mit den Lakers. Die Lakers haben gestern ja zur deutschen, in Anführungszeichen, Primetime gespielt, 21.30 Uhr, konnte man sich also noch ganz gut angucken, gegen die Blazers. Es war ein enges Spiel. Ich habe das Ergebnis zwar schon gesehen, habe aber das Spiel an sich nicht wirklich gesehen, also vor allem die finale Crunchtime und so, habe ich alles nicht mitbekommen. Ich weiß, Damian Lillard hat 41 Punkte gemacht, ich weiß, LeBron hatte einen miesen Airball, der war aber schon in der ersten Halbzeit, und ich weiß, dass wieder eine Menge auf Russell Westbrook rumgehackt wird. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an, ob das in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist oder ob die Fans hier gerade wieder ein bisschen übertreiben. Die Leute, die schon länger hier auf dem Kanal dabei sind, wissen, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen in die normalen Highlights gehen und dann für die finalen 2 Minuten 14 wirklich die gesamte Crunchtime uns angucken. Jetzt aber, wie gesagt, erstmal einfach nur die Highlights. Bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Also erstmal ist es wieder Lonnie Walker, der mittlerweile irgendwie der wichtigste Scorer für die Lakers geworden ist. Habe ich ja auch nicht so erwartet. Hier haben wir LeBron schön auf AD. Wenn du das Zusammenspiel siehst, dann denkst du dir eigentlich immer, hä, passt doch alles, wo AD mit dem Block beim Dreier. Also sieht hier alles ganz gut aus für die Lakers, aber Damian Lillard hat ein krasses Spiel und hat die Blazers wohl sehr hart getragen. Schöner Handball von Westbrook. Westbrooks Shooting in dem Game, auch wieder absolut unterirdisch. Allerdings von allen im Lakers-Roster, also man muss auch nicht so tun, als wäre das alles immer Westbrooks Schuld. Wir gucken uns auch gleich so ein bisschen den Boxscore an. Ey, diese Backboard-Würfe von Westbrook sind auch schon immer ein Trip, Alter. Oh, gute Defense. Das muss man sowieso mal sagen. Warte, wir warten das hier kurz ab. Oh, schöner Layup hier. Aber ich will das einmal ganz kurz sagen, die Defense der Lakers ist nicht mal wirklich das Problem. Es wird immer sofort auf die Defense geschimpft, aber das ist gar nicht wirklich das Thema. Ich glaube, sie sind Nummer 4 oder Nummer 6 aktuell, was die beste Defense der NBA angeht. Das Problem ist halt einfach ihr grottenschlechtes Shooting. I'm sorry, anders kann ich es nicht sagen. In den ersten beiden Spielen um die 20%. Ich glaube 10 von 40 und dann 9 von 45 im nächsten Game. Jetzt in diesem Spiel war es auch wieder irgendwas um den Dreh. Also es ist katastrophal, was die werfen. LeBron hat es richtig gesagt, als er meinte, sie könnten aktuell nicht mal eine Münze in den Ozean werfen. Das ist einfach eine Katastrophe, deren Shooting. Boah. Also man merkt es, dass Dame hier sie wirklich trägt, weil abgesehen von Dame, glaube ich, hat noch kein Blazer gescored in den Highlights. Hier ist es ja nur Dame, Alter. Krass. Jetzt vielleicht mal jemand anderes? Nein, es ist wieder Dame. Wow. Ey, für alle Leute, die das Spiel gesehen haben, kann es sein, dass... Kann es sein, dass Dame irgendwie im ersten Viertel alle Punkte gemacht hat? Okay, jetzt ist mal jemand anderes on the board. 15:0 Run hier für die Blazers. Okay. Okay, and one Dreier. LeBron kriegt mit. Der war sick. LeBron mit dem Bully Ball. Das ist der Airball. Das ist der Airball. Warte, den habe ich auch nochmal in bisschen länger für euch, weil das ist wirklich. Also die Lakers haben hier einen Offensiv-Rebound, ja? Es sind ja dann 14 Sekunden auf der Uhr. Und LeBron denkt sich, ich nehme den Wurf hier. Und er ballt das Ding aber so hart. Also, wo war die Kraft in dem Wurf? Yikes. Das tut, glaube ich, den Lakers-Fans ziemlich weh. Ich finde es richtig krass. Wie kommt er überhaupt darauf, den zu nehmen? Also hier nochmal, wie gesagt, der Bully-Ball. Und dann straight up. Da war viel Luft dabei. Anthony Simons. Hätte schon wieder fast Anthony gesagt, muss ich mir echt besser merken.
Ja, also ich denke, das plätschert hier so ein bisschen vor sich hin. Ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck jetzt erstmal von der ersten Halbzeit bekommen. Wir können mal weiter skippen. Plus 6. Dann ist es Jeremy Grant, der da hochgeht. Okay. Uff, tough. Okay, lass mal ins vierte Viertel skippen. Wir gehen ins vierte Viertel. Blazers führen mit einem Punkt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Schöner Assist hier auf Juan Toscano-Anderson. Von dem, was ich gelesen habe, hatten die Lakers wohl eine Führung und haben diese dann angefangen zu verspielen, als Westbrook eingewechselt wird. Was natürlich für Westbrooks Aktie auch nicht so gut ist. Wie athletisch war der Layup hier bitte? Schade, dass der nicht rein ist. Aber guter Putback. So, Patrick Beverly findet Lonnie Walker. Sieht gerade alles ganz gut aus. 19 Turnover für die Blazers. Damn. Oh, let's go. Let's go, AD. Also, das meine ich ja. Die Defense ist gar nicht das Problem der Lakers. Jeremy Grant. Blazers sind auch low-key gut, ey. Haben 3-0 gestartet in die Saison. Hier mal Respekt und Shoutout an die Blazers. So, also... Ah, das ist schlechte Defense, aber abgesehen davon, also wenn wir uns das Ganze mal angucken, die Lakers führen hier die ganze Zeit mit 5, 6, 7, 8 Punkten und Westbrook ist eben nicht drin. Und das finde ich ganz spannend, dass wenn er jetzt zurückkommt, wohl diese Führung schmelzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur an ihm lag, ne? Ich will es nicht nur auf ihn schieben, aber dadurch, dass sein Shooting eben so limitiert ist und dadurch, dass er sehr, sehr schlechte Entscheidungen leider oft in der Crunch-Time trifft, liegt es halt nahe, dass man das schon irgendwo mit ihm verbindet. Und es war... Ich glaube, von den drei Games, die wir bisher gesehen haben von den Lakers, war das mindestens jetzt noch bei einem weiteren. Also bei diesem hier gegen die Blazers und noch bei einem weiteren. Boah, LeBron ist stark hier, wie er das macht. In der Crunch-Time hier ein bisschen übernehmen. Tut den Lakers auf jeden Fall gut. Aber diese Defense, Mann. So, jetzt ist Westbrook wieder drin. Sie haben gerade noch geführt mit 8. Boah, war der hart. Okay. Da kann Westbrook nichts dafür. Das ist einfach überragender Basketball von Damian Lillard. Aber der war richtig krass. Westbrook. Oh, guter Pass. Das war ein guter Pass. Und jetzt switchen wir ins andere Video, weil wir nur noch 2 Minuten 14 dann haben. Was macht LeBron jetzt gegen Simons? Hat er den körperlichen Vorteil? Nimmt er jetzt einen Dreier? Nee, genau. Er muss driven. Sehr, sehr gut. Okay, plus 7. Jetzt kann man nicht unbedingt sagen, dass Westbrook hier bisher die Führung torpediert hat. Weil er ist ja schon länger wieder drin. Okay, hier kommt Dame. Wurde gefoult, aber Wurf zählt nicht. Immer noch plus 5. Lonnie Walker. Ich gucke auch so ein bisschen, wer macht jetzt überhaupt die Aktionen für die Lakers. So. Muss der Ball wirklich gerade bei Beverly sein? Sollte er nicht lieber bei LeBron oder AD sein? Das haben wir schon im letzten Video gesagt. In der Crunch-Time, der Ball muss einfach viel mehr zu AD. Es kann nicht sein, dass er da nur rumsteht. Boah. Oh. Uff. Okay, irgendwie Glück für die Blazers, aber auch stark gemacht. Also jeder hat seinen Ball, auch wenn es immer fast ein Turnover war, hinterher gesprintet, hinterher gehustelt. Und jetzt am Ende war dann Nurkic so ein bisschen der Abstauber davon. Und wir haben 102 zu 99 mit einer Minute 14 to go. So, Westbrook holt sich den Ball. Und jetzt gucken wir mal, was er aufbaut. Ball geht an LeBron, genau. Und jetzt spielt doch endlich mal euer High Pick and Roll. Darauf warten wir doch schon seit Ewigkeiten, dass ihr das öfter spielt. So, hier ist jetzt das Mismatch. Genau, er muss cutten. Und jetzt muss der Ball zu AD. What are you doing? Ey, sorry, aber LeBron ist wirklich... einer der intelligentesten Spieler aller Zeiten. Deswegen, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen und wahrscheinlich ist meine Sicht falsch. Aber das ganze Play hier wurde aufgebaut, damit wir Anthony Davis gegen einen kleinen Gegenspieler haben. So, das haben wir hier erreicht. Jetzt ist es so, dass wir Nurkic hier haben, der Halbzeitverteidiger ist. Der wird rausgezogen, auch wenn nicht wirklich von Westbrook. Also Westbrook ist ja keine Shooting-Gefahr. Aber okay, Patrick Beverly cuttet jetzt. Dadurch ist die ganze Seite hier frei. Und LeBron denkt sich, nee, lass mich mal einen Contested-Dreier nehmen, wenn wir mit 3 vorne sind. Was ist das denn für Basketball?
Auch noch gegen Jeremy Grant. Weißt du, jemand, der groß ist, jemand, der lang ist, jemand, der athletisch ist. Ich verstehe nicht, warum man dann überhaupt das Pick and Roll sich geholt hat. Kann AD ihn hier nicht aufposten? Boah. Also das klingt gerade sehr negativ von mir und ich meine damit halt speziell dieses Play. Und ich spreche es auch nur deswegen an, weil ich ja weiß, wie gut LeBron und AD individuell sind und vor allem, wie gut AD im Post gegen einen kleinen Spieler sein kann. Und wenn man doch sowieso schon mit 3 führt, man ist ja nicht angewiesen auf einen Notwurf. Man ist ja nicht angewiesen, dass man jetzt unbedingt für 3 gehen muss. Also warum hier den Contested Dreier gegen Jeremy Grant nehmen von LeBron, der nicht mal, was schießt LeBron, 34-35% von der Dreierlinie? Das ist kein guter Wurf, Mann. Da wollte er unbedingt den Dagger haben und den hat er jetzt nicht bekommen. Also wenn die Leute hier echt Westbrook blamen wollen, dann können sie genauso LeBron blamen für den Wurf gerade. Stark, Anthony Simons. Hatte neulich schon den Game-Winner. Richtig stark gemacht. Okay, jetzt kommt diese Aktion von Westbrook. So, und für den bekommt er eine Menge Flag. Wahrscheinlich auch irgendwo zurecht. Also, die Lakers führen halt weiterhin. Okay, sie führen mit einem Punkt. Er will halt fürs 2-for-1 gehen. Also sie haben 30, 31, 32 Sekunden auf der Shot Clock. Das bedeutet, wenn er jetzt schnell abschließt, bekommen die Lakers auf jeden Fall den Ball nochmal zurück. Ist es jetzt aber richtig, dass Westbrook diesen Wurf nimmt? Ein Typ, der aktuell, ich weiß es gar nicht, von den drei Spielen, die wir jetzt gesehen haben, ich würde mal schätzen, Dreierquote wahrscheinlich 10% und Feldwurfquote, I don't know, irgendwas 30% vielleicht. Ist es da richtig, dass der Typ jetzt diesen Wurf nimmt? Natürlich auch nicht. Schau mal, wie die Blazers-Bank jubelt, wenn Westbrook den Wurf nimmt. Achtet mal auf die Blazers-Bank. Schau mal, die fangen jetzt schon an, sich zu freuen. Er fängt jetzt schon an, sich zu freuen, weil er weiß, der Wurf geht daneben von Westbrook. Ah, ja, das war auch eine dumme Entscheidung. War das ein Flop von Beverly? Kriegen wir davon ein Replay? Ja, hier. Ist das ein Block, also ein Foul? Weiß ich nicht. Er steht relativ, aber er pusht ihn natürlich auch ein bisschen. Ja, genau. Es sieht nicht so aus, als würde er wirklich Druck ausüben, aber seine Hände gehen schon so ein bisschen nach vorne. Also kein Offensivfoul. Okay, Blazers haben weiterhin den Ball. Jetzt bin ich gespannt, ey. Macht das jetzt Dame? Macht er jetzt den Dagger? Boah, Junge! It's Dame Time! Ist egal, dass die Zeit bald umgestellt wird, es bleibt Dame Time. Puh. Der Junge ist halt Clutch. Weißt du, das ist ein Clutch-Player. Wow. Okay, Sieg verdient. Sieg absolut verdient. So, jetzt bin ich gespannt, was die Lakers hier für ein Play laufen. Wahrscheinlich, so wie ich sie kenne, irgendwas für Lonnie Walker oder so. Also, LeBron bekommt den Ball. Hat das Mismatch gegen Nurkic. 10 Sekunden auf der Uhr. Okay, stark gemacht. Ausgleich. Ich wollte schon sagen, weil LeBron gegen Nurkic, absolutes Mismatch und am Korb ist jetzt auch keiner mehr, der da irgendwie contesten kann. Da muss LeBron ja zum Korb und hat er richtig gemacht. Okay, und jetzt kommen die Blazers mit 7,7 Sekunden. Jetzt bin ich gespannt, wer es für sie macht. Wieder Simons, ist Jeremy Grant. Wow. Starker Move gegen zwei Leute. Ich glaube, gegen LeBron und AD war das sogar. Okay, Respekt. Und jetzt kommt der letzte Moment für die Lakers, letzte Chance für die Lakers. Jetzt müssen sie auf den Dreier gehen. Geht's auf LeBron? Ja, geht's. Hä? Okay, war auch so ein bisschen mein gedanklicher Fehler. Ich dachte, sie müssen auf den Dreier gehen, aber es hätte ja der Zweier gereicht, um in die Verlängerung zu kommen.
Okay, wie ich es schon gesagt habe, es ist nicht nur Russell Westbrooks Schuld. Also wir können genauso auf den einen Wurf von LeBron zeigen und sagen, wieso nimmt er hier diesen Wurf, wenn die Lakers geführt haben mit 3, irgendwie noch eine Minute zu spielen. Warum nimmt er diesen Contested Wurf und findet nicht AD im Post beispielsweise gegen den kleineren Spieler? Wir gucken uns mal kurz den Boxscore an. Also 106, 104, natürlich denkbar knapp. Die Blazers stehen jetzt 3-0. Shoutout dafür auf jeden Fall. Die Lakers 0-3. Also noch kein Spiel gewonnen. Ist bitter. Wir gucken uns das Shooting an. 6 von 33. Wenn wir insgesamt bisher auf die Lakers gucken, 10 von 40, 9 von 45 und jetzt 6 von 33. Das ist katastrophal. Das sind 18%. Bei Westbrook habe ich auch gesagt, das ist katastrophal. Klar, sein Shooting ist jetzt auch nicht das Beste. Hatte 10, 6 und 6. LeBron mit 31, 8 und 8. Krasses Deadline für einen 38-Jährigen. Hat auch 38 Minuten gespielt. AD wieder 22 und 10. Und da sind wir wieder bei diesem Fragezeichen. Müsste nicht eigentlich mehr von AD kommen? Beziehungsweise warum kommt nicht mehr von AD? Ist er einfach nicht mehr dieser Spieler? Haben wir ihn als Superstar sozusagen abgeschrieben, als Franchise-Player? Weil jemand, der dir 22 und 10 gibt in so einem engen Spiel, das ist kein Spieler, auf den du dich verlassen kannst. Und wir hatten das doch, war das das erste Spiel? Ich komme ein bisschen durcheinander mit den Games, aber es gab noch ein Game, wo ich auch dachte, die ganze Crunch-Time war der Ball jetzt nicht bei AD. Warum nicht? Warum fordert der nicht den Ball? Warum werden keine Plays für ihn gelaufen? Vielleicht ist er einfach nicht mehr dieser Spieler. Oder vielleicht war er nie wirklich dieser Spieler, abgesehen von der Zeit bei den Pelicans. Es sieht, abgesehen vom Dreier-Shooting, nicht mal so schlecht aus. Rebounding ist ziemlich schwach mit nur 40 Rebounds. Da haben die Blazers natürlich deutlich mehr abgegriffen. Turnover sind krass. 13 für die Lakers, 19 für die Blazers. Alleine Dame hatte 6 Turnover, hat aber halt 41 Punkte gemacht und das Spiel nicht ganz gewonnen. Also sein Dreier war verdammt wichtig, aber am Ende war es der Game-Winner wahrscheinlich eher von Jeremy Grant. Shoutout an die Blazers und bei den Lakers. Ich weiß, es ist jetzt dauernd die Frage, soll man traden? Irgendwie ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was du gerade an Gegenwert bekommst für Westbrook. Deswegen frag mich nicht, weil der Gegenwert für Westbrook ist ja gerade 0,0. Also wer würde den haben wollen? Das geht ja dann nur darum, den Vertrag abzunehmen, den Vertrag auslaufen zu lassen. Und wer macht das jetzt nur für diese Lakers-Picks, ist die Frage. Wir werden sehen. Den Airball von LeBron haben wir schon gesehen. Genau das hier wollte ich euch zeigen, dass die Lakers eben zum Beispiel aktuell an der 4 sind, was die Defense angeht. Das war aber vor dem Spiel gestern Nacht. Also vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen gedroppt. Aber trotzdem, also die Defense ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie das 30. Team von 30 sind, was das Offensivrating angeht und dass ihr Netrating minus 9,1 ist. Also die Punkte, die sie machen im Vergleich zu den Punkten, die Gegner machen, ist ein Verhältnis von minus 9. Das ist tough. Jetzt zu was Positiverem. Lasst uns einfach mal ein bisschen Spaß haben mit einem jungen Spieler, der, glaube ich, die ganze NBA-Basketballwelt durch seine Athletik auf dem Feld auf jeden Fall begeistert. Und das ist Anthony Edwards. Und der junge Mann hat gestern 30 Punkte gemacht gegen die Thunder. Und ich dachte, das könnten wir uns einfach mal reinziehen. So ein bisschen angucken, wie sich sein Spiel über den Sommer entwickelt hat. Weil ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht gesehen. Wirkt. Ich habe viel gehört, dass er sehr, sehr viel Muskelmasse zugenommen haben soll. Wirkt ein bisschen kompakter auf dem Feld, aber ich finde es jetzt auch nicht krass auffällig. Also es hieß ja teilweise, er hätte jetzt das gleiche Gewicht wie Karl Anthony Towns und sowas. Und das weiß ich nicht. Oh! Das war wirklich ein beautiful play. Das will ich nochmal sehen. Was ein schöner Eurostep hier. Boah. Und das die ganze Zeit gegen Lou Dort, einem der besten Verteidiger der Liga. Oh, schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Da gehört eine Menge Skill dazu. Und seht ihr, dass er selber dauernd von Lou Dort verteidigt. Okay, jetzt hat er den Switch bekommen. Boah, was ein Handling. Stark. Stark von Ant. Also sie versuchen immer wieder, Lou Dort von ihm wegzubekommen und schaffen das auch. Ey, dieses Handling. Hatte er das schon immer, dass er wirklich so schnell between the legs gehen kann? Also das hat ja fast Harden-Vibes damals in Houston, weil das ist ja, es ist einfach quick. Ich bin gerade überrascht, wie schnell er da jedes Mal durch die Beine dribbeln kann.
Ich vergesse auch irgendwie immer, dass Ant eher ein Zweier ist als ein Dreier. Also für mich ist Ant im Kopf immer ein Small Forward. Und wenn ich ihn dann sehe, merke ich wieder, ah nee, warte, von der Größe her und vom Game her ist er eher ein Shooting Guard. Er ist natürlich trotzdem ziemlicher Brocken für einen Shooting Guard, aber Small Forward ist er auf jeden Fall nicht. Dafür fehlt ihm auch die Größe. Hat jetzt hier wieder das Mismatch. Boah. Der war hart ins Gesicht von Josh Giddey. Okay, Thunder verlieren das hier auch. Dieser Euro, den er immer macht, der gefällt mir richtig gut. Weil da halt auch so viel, schau mal, wie viel Kraft da drin steckt. Er kann da sogar Big Man damit wegschieben, wenn er dann in die Big Man reingeht und wechselt dann halt noch die Richtung. Oh, guter Pass von Towns. Wirklich guter Pass von Towns. Das war kein Ankle Breaker, aber trotzdem cooler Move. Und Gobert auch wieder starkes Spiel gehabt. Ich frage mich gerade, wenn die Thunder vielleicht in ein paar Jahren mal auf die Wolves treffen in der Playoff-Serie, ob dann auf dem Scouting-Report steht oder auf diesem Gameplan auf dem Defensiven, ob dann da einfach nur steht, niemals auf den Eurostep von Ant reinfallen. Weil der macht ja jeden Korb hier gerade mit Eurosteps. Also wenn du einfach quasi in die andere Richtung dich begibst, schau hier, wenn er hier den Euro macht, wenn du da einfach schon das antizipierst, ich glaube ja, oder ist da noch irgendwo ein I drin? Antizipierst. Wenn du das hier antizipierst, dann kannst du ja eigentlich die linke Seite ihm jetzt zumachen und dann wäre es ja jedes Mal ein Offensivfoul. Aber er funktioniert. Er funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe, aber Gobert hatte 15 und 15 in dem Spiel. Macht bisher einen ziemlich guten Job bei den Wolves. Die Wolves haben auf jeden Fall zwei Spiele schon gewonnen. Wir gucken gleich mal. Vielleicht sind die sogar 3-0, aber ich glaube, die sind 2-1. Boah. Also die Dreierquote muss krass gewesen sein in dem Spiel. Können wir auch gleich mal gucken, wie sein Shooting im Moment aussieht. Noch einer. Tough. Und es ist ein 20-Punkte-Blowout. Okay, eine Aktion kommt noch und dann sind wir raus. Dieses Dribbling taugt mir richtig krass, Mann. Sein Ballhandling ist richtig gut. Okay, also Shoutout an Ant für das Ballhandling. Jetzt wollte ich hier einmal schnell gucken, genau bei den Wolves. Was hat er denn geschossen? Er hat geschossen 13 von 19 und 3 von 7. 30 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, 4 Turnover. Okay, war eine plus 22, zweithöchste Plus-Minus. Und genau, Gobert hatte ich schon gesagt, Gobert hatte 15 und 15, Cat hatte 15 und 5, D'Angelo Russell 6 Punkte, okay, krass. Aber es kam halt scheinbar sehr viel von Edwards und von McLaughlin. Und bei den Thunder hat Shea gar nicht gespielt. Lou Dort, mein Main Man, mit 20 Punkten, aber auch mit einem minus 29. Okay, genau, und dann wollte ich wissen, genau, sie sind 2-1. Hier sehen wir den Record, 2-1 für die Wolves. Okay, dann würden wir jetzt schon kommen zu Zion Williamson, der gestern Nacht gegen die Jazz 25 Punkte gemacht hat, bis zu einer, ich weiß nicht, wie schlimm die Verletzung ist, ich habe es noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt, ich habe nur überall gelesen, Zion ist gefallen, werden wir uns jetzt gleich angucken, aber jetzt gucken wir erstmal die Highlights so ein bisschen, weil ich einfach sein Spiel extrem mag und weil ich so ein bisschen gucken will, ob es irgendwas Neues gibt in seinem Spiel, irgendwas, was er sich dazu gepackt hat. Aber es wird wahrscheinlich immer wieder das Gleiche sein, dass er einfach die Zone attackiert mit seiner unfassbaren Athletik, mit diesem unglaublichen Bounce, den er hat. Hier mal im Fastbreak. Findet Graham ihn hier. Uff. Also wie er das schafft, diesen Körper so in die Luft zu katapultieren, Mann, das ist schon einzigartig. Und er steht irgendwie immer richtig, habe ich das Gefühl. Er hat einfach so einen richtig guten Instinkt, wo er sein muss auf dem Feld. Er kommt genau immer an seine Spots. Keiner kann ihn wegschieben von seinen Spots. Let's go. Die Dunks sind lange nicht mehr so spektakulär wie früher, aber die Explosivität ist auf jeden Fall noch genauso da. Kriegen wir einen Block? Puh. Ja, also er ist wahnsinnig explosiv, finde ich, was die Athletik angeht. Und es ist halt immer überraschend, wie krass er sich in die Luft katapultieren kann.
aber er macht nicht mehr diese ultra krassen Dunks wie früher. Er macht keine Dunks mehr, wo er mit dem Kopf auf Ringhöhe ist. Das hat er auch selber gesagt, dass er das nicht machen will oder dass das halt schädlich wäre für seine Knie. Deswegen hat er das ziemlich reduziert. Hier sitzt einfach kein Mensch Courtside gerade. Schau mal. Also wenn ihr Courtside-Plätze wollt, dann geht immer zu den, wo sind wir, bei den Pels in der Halle. Junge. Alter, da sitzt einfach nie, immer noch nicht. Es ist schon 2 Minuten vergangen, da sitzt immer noch keiner. Die Jazz. Was machen wir mit diesen Jazz? Wir gehen ja gleich in die Crunch-Time. Also von dem Spiel gibt es wohl auch eine enge Crunch-Time. Ich glaube, das ging sogar in die Overtime. Deswegen gucken wir da rein. Und ich muss mich echt so ein bisschen fragen, was denkt sich das Jazz Front Office gerade? Was denkt Danny Ainge gerade, der GM dort ist? Weil der möchte ja nichts anderes als tanken gerade, absichtlich Spiele verlieren, um Victor Wembanyama möglicherweise draften zu können. Aber das hier ist, glaube ich, schon die Aktion, oder? Das ist der Fall nämlich. Und den habe ich hier in besserer Quali und mit mehr Replays. Also wir haben hier Zion in der Defense gegen Jordan Clarkson. Um den Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen, ich meinte nur, die Jazz wollen ja eigentlich verlieren und tanken, um bessere Chancen auf Wembanyama zu haben, sind jetzt aber 3-0 in die Saison gestartet. Also ich glaube, wir werden da relativ schnell noch ein paar Trades sehen. Jetzt zu der Aktion. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich habe nur überall gelesen, scary fall, schlimmer Sturz, krasse Defense hier erstmal. So, okay, und jetzt kommt Zion hier. Okay. Also ich habe das Gefühl, er hat es noch irgendwie mit seinem Fuß abbremsen können. Er ist jetzt nicht komplett auf den Rücken gefallen. Aber es war schon natürlich ein unangenehmer, ekliger Sturz. Also erstmal super Defense. Und dann... Oh, das war ein super Block von Jordan Clarkson. Aber Zion verliert dadurch das Gleichgewicht. Und Gott sei Dank geht sein linker Fuß nicht auch nach oben in die Luft. Gott sei Dank geht sein linker Fuß nicht nach oben in die Luft. So, sehen wir jetzt noch irgendwas? Weil ich glaube, danach wurde er ausgewechselt. Kann das sein? Also weil bei den Highlights gerade zum Beispiel waren das seine letzten Punkte. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch sein letztes Play sozusagen war. Aber jetzt gucken wir es uns hier nochmal an. Also erstmal die super Defense, die er hier macht. Und dann... Oh, okay. Hart. Wirklich hart. Ich habe tatsächlich aber noch nichts gelesen, wie das Ganze ausgegangen ist, ob er nochmal zurückkam. Wir gehen jetzt mal in die Crunch-Time dieses Spiels und schauen uns das Ganze an. Hier sind wir die letzten Sekunden unter 10 oder 10. Das ist wieder Clarkson. Wird gut verteidigt. Oh, der wäre fast reingegangen. Krass. Okay, also wir sind in der Overtime. Sehen wir Zion auf dem Feld? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe aber auch Ingram gerade nicht auf dem Feld. Alvarado mit dem Dreier, okay. Jetzt sind sie plötzlich alle Courtside. Jetzt sind sie plötzlich alle da aus ihrer VIP-Area, weil wir in der Overtime sind. Die Jazz gehen. Vielleicht über Markkanen. Sie gehen über Olynyk? Oha. Okay. Also Markkanen soll wieder ein super Spiel gemacht haben. Jordan Clarkson, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin einfach davon ausgegangen, Jordan Clarkson hatte ein gutes Spiel. Aber Markkanen muss ziemlich abgehen gerade. Und ich habe den ja auch bei der Eurobasket gesehen. Für Finnland hat er da gespielt. Richtig geil gemacht. Also richtig geile Spiele hat er da. So, 2 Minuten noch. 118, 117. Eigentlich hätte ich gedacht, dass die Pelicans sich das holen würden. Gib mal Jordan Clarkson den Ball, Alter. Das ist euer bester Creator. Oh, wird hier geswitcht. War aber eigentlich auch wieder super Defense. Okay, wurde ein Foul gepfiffen, bla bla bla.
Irgendwie dauert das Spiel ein bisschen länger oder ist so ein bisschen langatmig geschnitten, finde ich. Das hätten sie ein bisschen mehr takten können. So, jetzt aber da, den Bucket muss er sich holen. Sehr gut. Ah, gute Defense aber auch. Was haben sie gegeben? Schrittfehler oder Foul? Sah aus wie Schrittfehler. Dann gute Defense von McCollum. Guter Pass auch von... Larry Nance. Der Typ hat auch Arme bis zum Knöchel, ey. Wie komm, was hatte der gerade für einen Reach bei dem Dunk? Markkanen. Sieht eigentlich sehr nach den Pelicans aus. So, gib McCollum den Ball und geh aus dem Weg, basically. Kann jetzt natürlich die Zeit runterspielen. Crossed hier. Oh, Markkanen bleibt vor ihm. Oh, gute Defense von Markkanen. Oh. Oh, nein. Okay. Shit, sie hatten es eigentlich. Also das waren zwei gute Aktionen. Oder zwei gute Looks. Das sind keine guten Looks, aber von CJ. Also der Layup war ganz gut, der Tip-In hätte eigentlich reingemisst. Der Wurf hier gerade gegen Clarkson von McCollum, der war nicht gut. Und jetzt kommt auf der anderen Seite Clarkson. Also Herb Jones natürlich harter Verteidiger. Gibt hier auch kurz Trash-Talk zwischen den beiden. Weiß nicht genau. Wahrscheinlich sagt Herb jetzt sowas so, ja, nehmt euch erstmal Timeout. Und Jordan Clarkson ist like, Bro, gegen dich brauche ich keinen Timeout. Okay, Herb gegen Markkanen. Macht Markkanen jetzt den Game-Winner? Wieder ein Foul. Okay. Irgendwie ist hier dauernd voll die Spannung weg von den Aktionen. Jetzt ist Markkanen an der Linie. Wird es jetzt an der Linie entschieden? Okay, der war drin. Olenek floppt ein bisschen. Keine Ahnung, was jetzt noch abgeht. Okay. So, McCollum. Das war wirklich ein tough runner. Okay, ein Punkt. Zion auf der Bank. Also ich gehe davon aus, dass er sich auf jeden Fall so verletzt hat, dass er jetzt nicht mehr spielen konnte. Olenek macht den Game-Winner. Oh, gute Defense. Super Defense. Ey, der wäre fast reingegangen. Das war super Defense von den Jazz, aber auch sehr, sehr gute Offense von McCollum. Wow, okay. Bin beeindruckt. Lass kurz den Boxscore checken von dem Game. Was haben wir hier? Die Jazz, genau. Wir hatten Jordan Clarkson mit 18. Wir hatten Markkanen mit 31 und 12. Okay. Kelly Olynyk mit 20 und dem Game-Winner eben. Krass, Colin Sexton nur 8 Punkte. So, und bei den Pelicans Zion eben mit den 25, hat aber nur 30 Minuten gespielt. Das heißt, er war dann wirklich raus. Brandon Ingram nur 11 Minuten gespielt. Hat er sich auch verletzt dann in dem Game? Kein gutes Spiel dann auf jeden Fall für die Pels. 28 von McCollum und 12 Assists, sehr, sehr stark. Und ansonsten Murphy und Larry Nance Jr. in Double Digits von der Bank. Okay, das war's zu dem Game. Ey, Jazz 3-0 in die Saison gestartet. Sind die jetzt in der Western Conference möglicherweise sogar in der 1 gerade. Wir gehen weiter. Wir haben noch zwei, drei Highlights. Wir wollen einmal Donovan Mitchell wieder seine Props geben, der gestern 37 gedroppt hat. Wir wollen uns einmal unbedingt Benedict Mathurin angucken. Den haben wir gestern vergessen. Habe ich vergessen, hatte ich eigentlich auf der Liste. Und wir haben noch Steph Curry, der 33 gemacht hat. Und ich dachte, bei Steph können wir einfach immer mal reinschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Donovan Mitchell. Let's go, gib ihm. Evan Mobley, da ist er doch, genau, freier Wurf gegen die Wizards, 8-0 Start von den Wizards, aber jetzt ist 8-3, schöner Assist, hat er wieder auch so viele Assists oder was? Another 30, also 30 plus Games, sets Cavs Record, was ist denn der Cavs Record, den er gesettet hat? Ist too easy. Was macht Kuzma? Was macht Kuzma hier in der Defense? Achtet mal auf Kuzma. Kuzma ist like, ja, nee, da gehe ich jetzt nicht mit, Bro.
critical. Here's tonight as Will Barton is checked in. Finds Porzingis. He got the defense. Out goes Osman. Chetty. Okay, irgendwie schneiden die bei Donovan immer so alle Highlights mit rein. Das war schon gestern so, auch wieder ein Assist. Kai Darius Garland übrigens bei den Cavs aktuell. Hat jetzt schon zwei Spiele nicht mitgespielt. Im ersten Spiel, glaube ich, ins Auge bekommen, einen Finger und seitdem nicht mehr dabei. Ey, Playmaking Donovan Mitchell macht auf jeden Fall Bock. Gefällt mir gut. Boah. Und er ist auch so ein Kraftpaket wie Anthony Edwards. Also er hat zwar nicht ganz die Größe, er ist ein bisschen kleiner, aber wenn er zum Korb geht, er pusht die Leute halt komplett weg, weil er einfach so ein Brocken ist. Es gefällt mir gut, wie Donovan aktuell spielt. Weil wenn wir überlegen, wie hart der letzte Saison kritisiert wurde bei den Jazz, und ich bleibe dabei auch zu Recht irgendwo. Stark. Wirklich stark. 19 Punkte hatte er zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er macht jetzt nochmal 18. Also wirklich auch eine sehr ausgeglichene Scoring-Performance über das ganze Spiel wohl. Er hat so einen krassen Antritt. Er hat so eine Athletik und er hat halt die langen Arme, um auch gegen die Großen zu finishen. Letzte Aktion im dritten Viertel. Step back. Gefällt mir echt gut, was Mitchell aktuell macht. Mal gucken, ob er die Form hält und wie das Ganze abläuft, wenn Darius Garland zurückkommt. Aber jetzt gerade, das gefällt mir sehr, sehr gut, was er hier macht. Und er kann halt von überall schießen. Er kann den Midranger, ich weiß gar nicht, wie gut seine Dreierquote ist. Ich dachte eigentlich, dass er nicht so der überragende Shooter ist. Er ist wahnsinnig gut in der Defense durch seine langen Arme. Da trifft halt der Spitzname auch wirklich zu, also Spider für Spinne. Wieder. Ist das der gleiche Move? Okay, ich glaube, ich muss nicht erzählen, wie sehr mich das nervt, dass die Kamera hier switcht. Weil warum würde man das machen? Das kann man danach auch in der Slow-Mo zeigen, aber man will doch sehen, wo der Spieler von hier nach oben geht zum Dank. Ich werde das nie verstehen, warum man hier den Cut setzt. Aber aus irgendeinem Grund besteht die NBA darauf, fragt mich nicht. Oh, das ist ja ein enges Spiel, Overtime sogar. Boah. Gegen Kuzma und Porzingis, ey. Weißt du, wie groß die sind? Und da drüber als kleiner Donovan Mitchell den Hook. Wieder der Steal. Geil. Goaltending. Fällt mir richtig, richtig gut. Cavs sowieso ein starkes, junges Team. Wenn jetzt Darius Garland noch da wäre. Okay, macht Donovan jetzt den Dagger hier. Wahrscheinlich, ne? Oh, guter Move. Props. Ey, jetzt bin ich froh, dass wir das geguckt haben. Ich dachte eigentlich kurz, wir schauen es gar nicht. Aber das hat mir gut gefallen. Okay. Also, ich wollte kurz gucken. Bei den Cavs Game, genau, ich wollte wissen, wie die gestartet sind. Cavs sind 2-1, okay, 1-0 zu Hause, Wizards auch. Und bei den Wizards haben wir Beal mit 27, Porzingis mit 18 und 11, das ist natürlich gut. Kuzma mit 11, Shooting eigentlich auch okay beim Team. Von der Bank vor allem Hachimura mit 16. Und dann haben wir bei den Cavs eben Donovan mit 37. 4 Assists nur. Ich hatte das Gefühl, das waren 8 Assists. Chris LeVert, stimmt, der ist auch noch bei den Cavs. Okoro hat gestartet, hat aber nur 2 Punkte gemacht. Und dann noch Dean Wade und Chetty Osman jeweils in Double Digits. Von der Bank 48 zu 35 das Rebound-Duell gewonnen. Aber das ist auch kein Wunder, wenn du Allen und Mobley hast. Also Jared Allen ist eh so eine Maschine. 15 und 14. Okay, krass.
Dann haben wir noch Benedict Mathurin, über den höre ich gerade sehr, sehr viel. Genau, sechster Pick im Draft gewesen, soll wohl wahnsinnig gut aktuell spielen. Und da will ich mal ein bisschen reinschauen, wie gut der aktuell ist, beziehungsweise was der so für Aktionen hat. Okay, also Pull-Up-Dreier schon mal. Pull-Up-Dreier sah schon mal nice aus. Boah, hier der Alley. Stark. Mathurin, sagen die. Okay, nicht Mathurin. Mathurin, sagen die. Schöner Pass von Halliburton auch. Ja, der spielt fast gar nicht wie ein Rookie, würde ich sagen. Der spielt, boah. Also er hat natürlich einen unglaublichen Antritt. Man merkt, was für ein Athlet er ist, aber er wirkt sehr, sehr sicher auf dem Feld und er hat auf jeden Fall einen NBA-Body jetzt schon. Ah, du bist doch komplett frei. Du hattest gar keinen Gegenspieler. Okay. Alter, der Dreier ist hart. Kann er den Dreier auf dem Niveau weiter schießen? Hat er diese krasse Dreierquote? Wir gucken gleich mal sein Shooting an. Boah. Was macht der denn? Als ob du das darfst als Rookie. Okay, ich kann den Hype nachvollziehen. Ich verstehe, warum die Leute gerade ausrasten auf den Jungen. Der ist nice. Der ist, Alter, der sieht aus wie 12. Krass. Schöne Assist. Okay. Ja. Kann ich mit aufspringen. Auf den Hype-Train gehe ich mit drauf. Sage ich jetzt, ich bin Day One Mathurin-Fan. Ja. Wirkt sehr, sehr routiniert. Das ist eigentlich das Entscheidende für mich. Also es wirkt nicht wie ein Rookie, der spielt, sondern auch wie jemand in seinem zweiten Jahr oder dritten Jahr. Er ist, insgesamt finde ich, wirkt diese Rookie-Klasse im Moment sehr, sehr stark. Das könnte, wenn die sich weiter so gut entwickeln, wirklich eine historisch gute Rookie-Klasse sein. Und ich wollte jetzt mal kurz in das Shooting gucken von Mathurin, was der gute Mann hier uns für Zahlen auflegt. Benedict Mathurin. Benedict mit 2 N. 52% von der Dreierlinie aktuell in 3 Spielen. Oha, was hat der denn in Totals geschossen? Der hat 3 von 7, 3 von 6, 5 von 8. Uff. Das sind harte Zahlen. 19, 26 und 27. 2 Niederlagen, 1 Sieg jetzt gegen Detroit. Okay, dann haben wir gerade das Spiel hier gegen Detroit auch gesehen. Ich will noch nicht zu früh jetzt wirklich den Hype quasi schüren. Aber wenn jemand in seinen ersten 3 Spielen 19, 26 und 27 macht und jeweils über 50% von der Dreierlinie schießt, ist schon respektabel. Aber es gibt nochmal einen großen Unterschied, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen, er ist beispielsweise vom Shooting her der neue Steph Curry, denn es kann nur einen Steph Curry geben. Und von dem ziehen wir uns jetzt die Highlights rein und dann sind wir auch für heute raus gegen die Kings. Das ist ein tough Matchup, wenn du ein Rookie bist. Da bricht dir Curry einmal aus Versehen einfach schon die Knöchel. Ich glaube, dem wollte er danken, aber im letzten Moment war dann da der Kontakt. Too easy. Ey, wie heißt der Beat, der hier gerade lief? Der Beat hier, kann mir das einer sagen? Ich kenne das nur von diesem einen Freestyle, der immer auf Instagram viral geht, wo irgend so ein Typ sagt, I will never let a woman look down on me because I didn't buy a Birkin bag oder sowas. Aber wie heißt der Beat? Wenn das einer weiß, schreibt's mir gerne. Das ist ein geiler Beat. Okay, weiter mit Steph. Es ist so geil, weil er ist wie Zion, Steph. Das De'Aaron Fox hat gar keine Chance. Ey, die Offense ist einfach so krass und so schön. Wiggins hat übrigens ein gutes Game, dass ich das mir einfach immer angucke, selbst wenn es gegen die Kings geht. Aber ich muss zumindest die Highlights gesehen haben, weil das ist einfach, das ist butterweich, Mann. Das ist, wie Paul sagen würde, das ist Wasser. Das ist einfach Wasser, wie er wirft. Das ist so flüssig. Es
Es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der so viel Spaß macht beim Zugucken. Jo. Hatte auch wieder 7-3 oder so in diesem Spiel. Also verrückt, Mann. Das macht so Bock. Oh, gegen seinen alten Teamkollegen Harrison Barnes. Drückt ihm den Midranger ins Gesicht. Natürlich gewinnen die Warriors auch mit 20. Also, ja, was willst du sagen, Mann? Bester Shooter aller Zeiten. Enough said. Also mehr Worte habe ich dafür nicht. Und ich glaube, Leute, damit gehen wir auch für heute schon raus aus der Show. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das ist weiterhin cool für euch, dass wir so viele Highlights mehr oder weniger abdecken. Es macht mir wirklich Spaß, weil ich dann auch viele Schnipsel mitbekomme oder viele Spieler, wo ich jetzt normalerweise vielleicht nicht die Zeit hätte, wenn ich sage, ich mache nur ein Video. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Die Videos sind natürlich ein bisschen länger. Man muss vielleicht ein bisschen mit den Zeitstempeln arbeiten. Aber solange es euch gefällt und solange es mir Spaß macht und ich kann nur für mich sprechen, mir macht es gerade sehr viel Spaß. Wenn es euch gefällt, gerne mal einen Daumen hoch da lassen, gerne mal ein Abo da lassen. Hilft auf jeden Fall gerade bei so großen und langen Videos, damit YouTube sieht, so ey, das gefällt den Leuten tatsächlich. Genau, deswegen, wenn es euch gefällt, gerne liken, gerne auch einen Kommentar schreiben. Und damit bin ich jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Habt einen schönen Montag. Wir sehen uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Haut rein. Peace.